Telegramm an Frau Belschan von Mildenburg, Hamburg, September 1895. Ihre Tochter gestern Fidelio, unbestritten kolossaler Erfolg. Stopp! Auch ich konstatiere großen Fortschritt in Spiel und Gesang. Stopp! Perücke, sehr schön gestanden. Stopp! Grüße, Maler! Einstmals in einem tiefen Tal, Kuckuck und Nachtigall, täten ein Wettanschlagen, zu singen um das Meisterstück. Gewinn es Kunst, gewinn es Glück, Dank soll er da vertragen. An Fräulein Anna von Mildenburg. Liebes Fräulein Anna, heute mich sehr gefreut, herrlich bei Stimme, es hat wundervoll geklungen, beim Publikum unbedingt großer Erfolg, Ton und Haltung überraschend gut, Aussprache beinahe immer deutlich und großer Fortschritt, leider oft sehr inkorrekt und daher auch sehr viel verpatzt, besonders zurück, Elsa, etc. Auch leider nicht sehr viel gemerkt von unserem Studium. Es war auch zu flüchtig. Wir werden es vor dem nächsten Lohengrin noch einmal tüchtig vornehmen. Der Kuckuck sprach so, der's gefällt, hab ich den Richter wählt und tät gleich den Esel ernennen. Denn weil er hat zwei Ohren groß, Ohren groß, Ohren groß, so kann er hören, desto groß. Und was recht ist, geben. Im Zwischenakt. Anna, mein teures Herz, heute stehle ich mir einige Minuten, um dir zu schreiben. Ich bin mittendrin. Gestern hat alles zum ersten Mal geklungen. So über alles erwarten gelang alles. Morgen telegrafiere ich an Polini. Ich sage ihm, dass du Freitag 1 Uhr in Hamburg wegfährst und wenn alle Stränge reißen, wieder in der Nacht zurückfährst. Vielleicht kannst du doch wenigstens dann die Erlaubnis bekommen und dann sieh nur zu, dass du Samstagvormittag keine Proben hast, damit du dich hier ausschlafen und mit uns zurückreisen kannst. Wenn wir auch nichts voneinander haben können, so wird uns doch das selige Gefühl unseres Beisammenseins über alles hinausheben und die Hoffnung auf eine baldige, ungestörte Stunde. Solltest du nicht kommen, so komme ich dann Samstag um 6:30 zu dir. Zu Hause sag ich meiner Schwester, dass ich ins Theater muss. Schonen kann ich mich jetzt nicht. Ich werde es schon spüren, wenn ich zurück bin. Bis dahin hält mich die Erregung aufrecht. In wenigen Stunden werde ich dir in die lieben Augen blicken. Ich kann es kaum erwarten. Wird einmal der Tag kommen, wo ich es immer tun darf? Sie flogen vor den Richter bald. Wie dem die Sache ward erzählt, schuf er, sie sollten singen. Sag mir heute schnell in einem unbewachten Augenblick, ob du mich lieb hast, meine Geliebte. Du musst es mir noch oft sagen, bevor ich es zu voller Sicherheit weiß. Du Feind, vor dem ich so schnell kapituliert habe und mich auf Gnade und Ungnade ergeben. Welches Glück für mich, dass es auf Gnade war, ja? Ja? Sag's mir, meine Liebe. Die Nacht, die einsam lieb ich aus. Der Esel sprach, du machst mir's groß. Ich kann's im Kopf nicht mehr. Was? Ich werde in der heutigen Probe gar nicht abklopfen. Ich fürchte überhaupt, dass ich jetzt ein sehr ungewissenhafter Kapellmeister sein werde. Seit ich ein so seliges Wissen habe, habe ich mein Gewissen verloren. Morgen Abend fahre ich ab und sage auf fröhliches Wiedersehen nach den Ferien. Ich errege allgemeine Bewunderung auf meinem Rad. Ich scheine wirklich geradezu für das Rat geboren zu sein und werde bestimmt noch einmal zum Geheimrat ernannt werden. So weit bin ich schon, dass mir alle Pferde ausweichen. Nur im Läuten bin ich noch schwach.
Bei dieser Gelegenheit steige ich manchmal sehr rapid ab. Ich kann es nicht übers Herz bringen, so einen Taxameter einfach umzurennen, obwohl sie es eigentlich verdienten, da sie sich immer in der Mitte der Straßen aufhalten, ohne jede Rücksicht darauf, dass für einen so schwungvollen Radfahrer wie mich ohnehin alle Straßen zu schmal sind. Der Kuckuck drauf fliegt angeschwind, zeigt Sand durch Herz und Wart und Wind. Er sprach nur, wart, 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 dein Urteil will ich sprechen, ja sprechen. Mein liebes, teures Annal, denke dir, ich habe die Entwürfe zu meinem Werk in Hamburg vergessen und bin ganz in Verzweiflung darüber. Das ist ein so unglücklicher Zufall, dass es mich meine Ferien kosten kann. Kannst du das verstehen, um was es sich dabei handelt? Es ist ungefähr so, als ob du deine Stimme irgendwo liegen gelassen hättest und müsstest nun warten, bis sie dir jemand wieder zusendet. Ich habe mich an Hermann Behn gewendet. Er soll in meinem Schreibtisch nachsuchen. Hast du mich noch lieb? Denkst du mit Sehnsucht an mich? Meine Schwester Justi und ich sprechen in Liebe von dir. Sie ist gewillt, dich zu besuchen. Sie hat dich sehr lieb und scheint zu wissen, wie die Dinge in uns stehen. Wohl sungen hast du Nachtigall, aber Kuckuck singst gut Choral und hält's dem